Bereits 1996 wurde das Cottbusser Tor zu einem kriminalitätsbelasteten Ort erklärt und blickt somit auf mehrere Dekaden eines kriminellen Rufes zurück. Der Bevölkerungsanteil an Menschen mit Migrationsgeschichte ist in Kreuzberg vergleichsweise höher als in anderen Stadtteilen Berlins, wodurch ein Zusammenhang von Migration und Kriminalität gerade am Cottbusser Tor suggeriert wird. Er ist als eine Projektionsfläche für Narrative prädestiniert, die den durch Migration bedingten Verfall der Gesellschaft voraussagen. Drogendealer, Junkies und Gewalttäter prägen das Bild vor Ort. Bei den Berlinern ist das Cottbusser Tor auch besser bekannt als Cotti. Es liegt mitten im Zentrum von Kreuzberg. 80% der Anwohner haben Migrationshintergrund. Seit Jahrzehnten kämpfen die Polizisten am Cotti mit hoher Kriminalität. Vor dem Hintergrund solcher alarmierenden Narrative wurde schließlich am 15. Februar 2023 eine Polizeiwache am Cottbusser Tor eröffnet. Diese polizeiliche Reaktion auf die Dynamik des Cottbusser Tors unterstreicht diese im gleichen Zug. Das Errichten der Polizeiwache ist eine Sichtbarmachung von potenzieller Gefahr. Im Vorfeld der Eröffnung gab es lautstarken Widerstand gegen diese Polizeiwache. Ein Bündnis aus AnwohnerInnen und Initiativen stellte sich mehrheitlich gegen die Pläne des Innensenats. Die Reaktion überrascht, wenn man bedenkt, dass die Polizei den Interessen der AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden am Cottbusser Tor dienen soll. Wem nützt diese Polizeiwache, wenn nicht den Menschen vor Ort? An der Polizeiwache gab es aus verschiedenen Gründen Kritik. Ursprünglich waren für den Bau dieser neuen Wache 250.000 Euro veranschlagt. Die Kosten stiegen aber explosionsartig auf mehr als 3,5 Millionen Euro. Angesichts dieser Kostenexplosion äußerte die Polizeigewerkschaft ihre Zweifel an dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Polizeistation und bezeichnete sie als Showobjekt der Innensenatoren. Gewerbetreibende, AnwohnerInnen und Initiativen kritisierten den Senat öffentlich für seine mangelnde Transparenz und dafür, dass er über die Köpfe der Menschen hinweg durchregiert hat. Als Bündnis machten sie deutlich, dass eine breite Mehrheit den vom Senat gewählten Standort auf der Gebäudebrücke im neuen Kreuzberger Zentrum ablehnt. Gleichzeitig wurden alternative Standorte für die Polizeiwache vorgeschlagen. Die Initiativen vor Ort beklagten, dass viele soziale Projekte unterfinanziert sind, während für die Polizeiwache aber Millionensummen ausgegeben werden. Die Problemlage am Cottbusser Tor ist nämlich vielschichtig. Davon stellt die Kleinkriminalität nur einen Bruchteil dar. Armut und Obdachlosigkeit sind, wie auch in anderen Stadtteilen Berlins, unübersehbar. Aus diesem Grund forderten die lokalen AkteurInnen ein integriertes und nachhaltiges Konzept mit sozialen Lösungen. Ganz konkret wurden die aufsuchende Sozialarbeit genannt, sowie Informations- und Anlaufstellen für Hilfebedürftige, öffentliche Toiletten oder barrierefreie niedrigschwellige Druckräume.
Probleme, die Konversator man sieht oder man einige Leute wahrnehmen, sind eigentlich mit Armut verbunden. Armut verbunden, die sind soziale Probleme. Und diese soziale Probleme nicht wahrnehmen zu wollen, entwickelt man Ideen zur Law-and-Order-Lösung. Und diese Law-and-Order-Lösung bedeutet mehr Polizei, brutale Polizei, immer Schlägertruppe. Und das ist, diese Diskussion gab es seit einigen Jahren. Und Cottbusser Tor war immer im Gespräch, wie kann man Cottbusser Tor sauber machen, im Anführungszeichen sage ich, sauber machen. Und diese Verknüpfung zwischen Sicherheit und Sauberkeit ist in Deutschland doch ein bisschen älter. Ja, aus den 30er Jahren kennt man schon diese Sauberkeit und Ordnung. Und das wird weitergeführt. Und ich denke, das ist so gefährlich für eine demokratische Gesellschaft, dass wir jetzt langsam akzeptieren müssen, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft Armut wird geben und Armut kann man nicht in dieser Form sozusagen bewältigen. Also ich meine, ich glaube, es bringt halt wirklich nichts. Es ist keine Problemlösung, das Problem verschiebt sich einfach nur. Also es geht ja darum, den Kotti so zu entkriminalisieren, aber die Leute hören ja nicht auf, kriminell zu sein, sondern gehen einfach woanders hin und gehen dann halt in die ganze Umgebung. Insofern bringt es gar nichts, sondern müsste das Problem einfach anders angehen. Ich schätze mal, es ist ja wie, wie man so schön sagt, wie auf dem Land, wenn die Mäuse sehen, dass der Schäfer kommt mit dem Hund, alle gehen in die Häuser, sehen, okay, da ist das Problem. Wenn der Hund, der Schäfer weg ist, dann gehen die Mäuse wieder auf das Land. Also ist genau das Gleiche, wie wir da sind. Wenn die Wache da war, dann gab es, glaube ich, so eine Platzverweigerung oder beziehungsweise Platzverweis. Also ab 19 Uhr kennen die nicht, die wissen es ja. Dann gehen die entweder in die U-Bahn, in die Hochbahn. Die kennen ja ihre Ecken. Wiederum, das ist das Gleiche für mich, ob die Polizei oben oder unten war. Für mich hat es nicht viel geändert, weil entweder ich habe mit denen keine Konfrontation. Es ist nur, mal lagert sich nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links, aber Problem komplett, es ist nicht weg. Also am Anfang dachten wir erstmal, oder dachte ich erstmal so, es hat sich nicht so viel geändert, aber ich glaube, es lag einfach nur daran, dass die Kundschaft erstmal so mitbekommen musste, dass jetzt hier eine Polizeiwache ist. Genau, am Anfang war erstmal alles gleich so und mittlerweile merken wir das aber ganz schön einfach an den Gästen. Es sind sehr viel weniger Leute da, kommen sehr viel weniger und man sieht halt pro Schicht bestimmt 5-6 Festnahmen. Ich denke mal, das ist einfach, viele Leute nicht so beim Bier irgendwie die ganze Zeit sehen wollen, wie Leute festgenommen werden und das halt irgendwie abschreckend ist. Man fühlt sich einfach nicht so frei, finde ich. So die Kundschaft an sich hat sich auch verändert, würde ich sagen. Ich glaube, so Leute, die aus verschiedenen Gründen einfach nicht so viel mit der Polizei zu tun haben möchten, kommen einfach nicht mehr her. Und es waren schon einige, so natürlich gab es auch, also hatten wir hier viel so irgendwie Drogenkonsum und auch Drogenhandel, das hat deutlich abgenommen, aber es haben halt auch einfach Leute, wie gesagt, die nichts mit der Polizei einfach zu tun haben möchten, sind halt auch weniger geworden, die jetzt nicht irgendwas, irgendwie Drogen verkauft haben oder so, die sich einfach nicht wohlfühlen, wenn die Polizisten halt hier die ganze Zeit langlaufen. Und es ist schon einfach deutlich weniger los. Die natürlichen Bewegungsfreiheiten anderer Bereiche Berlins ist durch die Einstufung zum kriminalitätsbelasteten Ort, kurz KBO, stark eingeschränkt worden.
An KBOs wie dem Cottbusser Tor oder dem Görlitzer Bahnhof sind PolizistInnen befugt, Personenkontrollen ohne besonderen Anlass oder Verdacht durchzuführen. Diese Kontrollen können die Feststellung der Identität, die Durchsuchung der Kleidung, mitgeführter Taschen und des Körpers inklusive aller natürlichen Körperöffnungen umfassen. Dabei geraten vor allem Menschen ins Visier der Polizei, die einer marginalisierten Gruppe angehören. Menschen anderer Herkunft, Obdachlose. Sie allein werden als potenzielle Gefahr betrachtet. Diversität wird somit das eigentliche Merkmal der Gefahr. Für diese Gruppen stellt die Polizei aufgrund ihrer Erfahrung mit Polizeigewalt eine potenzielle Bedrohung dar. Die Polizei wirkt hier als Auslöser für ein Gefühl der Unsicherheit. Das Versprechen von Sicherheit durch polizeiliche Präsenz am Cottbusser Tor verkehrt sich so ins Gegenteil. Ich denke, das ist eine ganz offensichtlich und sehr machtvolle rassistische Demonstration der Berliner Polizei gegen Migrantinnen, Schwarzen und sonstige racialisierte Community. Okay. Die Soziologin Talia Blokland hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Sicherheitsempfinden der AnwohnerInnen am Cottbusser Tor und dessen Einzugsbereich zu untersuchen. In ihrer 2021 veröffentlichten Studie stellt sie fest, dass das Sicherheitsgefühl größtenteils auf sozialen Netzwerken basiert. Indem AnwohnerInnen und Gewerbebetreibenden untereinander Bekanntschaften schließen, entsteht eine vertraute Umgebung. In ihr finden die BewohnerInnen schnelle Hilfe und einen verlässlichen Informationsaustausch über Gefahren. In Notsituationen sind AnwohnerInnen sehr viel schneller vor Ort als die Polizei. Zudem haben NachbarInnen das Umfeld genauer im Blick, da sie dauerhaft anwesend sind. Hier drängt sich die Frage auf, ob die soziale Kontrolle nicht effektiver und sogar kostengünstiger ist als die polizeiliche Kontrolle. Das Fundament dieser Kontrolle stellt das soziale Netzwerk von Geschäftsleuten und BewohnerInnen dar. Im Blokland-Studie erscheint Sicherheit somit als eine soziale Frage. Aus dieser Perspektive betrachtet, schadet die Gentrifizierung am Cottbusser Tor der Sicherheit der AnwohnerInnen mehr als sie nützt. Schließlich fußt das Sicherheitsempfinden auf der Identifikation mit dem Lebensumfeld. Die Gentrifizierung dagegen zersetzt dieses Lebensumfeld, indem es den sozialen Kern angreift. Zum einen wird durch die Gentrifizierung die Gewerbelandschaft homogener. Die Diversität in den Ladenzeilen stirbt ab. In der Gegend am und um den Cottbusser Tor dominiert nun vermehrt die Gastronomie. Diese adressiert nicht die Bedürfnisse der lokalen AnwohnerInnen, sondern vornehmlich eine zahlungskräftigere Laufkundschaft. Der nahe Austausch zwischen Gewerbetreibenden und BewohnerInnen nimmt ab, das soziale Sicherheitsnetz schwindet. Zum anderen zieht die Gentrifizierung Menschen an, die sich nur kurzfristig aufhalten. Das gilt auch für die immer zahlreicher werdenden Bürobauten, der MitarbeiterInnen keinen sozialen Bezug zum Quartier herstellen können. All diese Komponenten fördern nicht die Entstehung von einem sozialen Netzwerk in der Nachbarschaft. Auf diese Weise untergräbt die Gentrifizierung das Fundament der sozialen Kontrolle. Bedauernswert, wenn man annimmt, dass sie in der Realität oft effizienter als polizeiliche Unterstützung ist. Yani Dresden'den itibaren zaten bir işgal var orada. Yeniden yıkıp yapılıyor oralar. Aslında merkezden dolayı gelen bir gentrifikasyon şeyi var. Orayı beğenmiyorum diyebilirim. Her gün gittikçe her yıl daha da içeri doğru geliyor aslında mahalleyi dönüştürerek ilerleyen bir kuvvet var gibi o tarafta. Eskiden, yani bunlardan bahsederiz zaten. Eskiden burada yaşayanlar artık yok. Dolayısıyla şeyin kendi kültürü, mekanların kendi tarihi de siliniyor aslında bir yanıyla. Dolayısıyla hani o değişimin hiçbir tarafını sevmiyorum. Yani o değişimin herhangi bir yani iyi bir şey getirdiği de düşünmüyorum. Yani küçük kafelerle, biomarklarla falan başladı dükkanlarda da. Tabii ki sadece öyle hani Alman mekanlar değil, Türk mekanlar da var yani. Dev gibi steakhouse'lar, yok böyle clubhouse gibi böyle enteresan ne diyeyim. Tam ne Berlin'e de uymuyor, ne
Kotbu Sertor'a da uymuyor. Hani o tür böyle bir zengin yerleri diyeceğim hani çok genel olarak. Onlar da yani hani bir parçası dönüşümün. Yani gittikçe zaten daha böyle pahalı bir yer oluyor. Gittikçe daha yani zaten turistik bir şey vardı ama şey bir turistik yani alternatif bir turistik şeyi vardı en azından belki. Şimdi çok mainstream turist ve çok kitlesel bir turizm şeyine doğru gidiyor. Yani öyle bir tarafı da var. Kültür sanat mekanı olarak hani sonuçta ben de kültür sanat alanında olduğum için mahallede böyle gidip bir şeyi izleyeyim hani böyle bir kendi kültürünü yansıtacağı bir mekan yokken sürekli olarak daha çok kafe, daha çok işte yeni turistik şeylere uygun mekanlar da veya işte atıyorum mahallenin merkezinde mesela çok güzel bir kültür sanat merkezi olacak yer polis istasyonu oluyor. Yani hani değişimi zaten ne tür bir yöne gittiği net. Dolayısıyla böyle mahallenin aslında ihtiyaçları da çok bence net o anlamda ama yani o yönde bir şey olmuyor. İnsanlar mesela yani oraya ne yapılacağıyla ilgili gerçekten hani orası çok böyle sembolik bir yer mesela polis istasyonu için konuşunca. Onunla ilgili ufak bir soruşturma, insanların fikrini alma, onlara atıyorum kültür sanat merkezi mi olsun, çay bahçesi mi olsun falan gibi basit bir şey sormak o kadar zor olmasa gerek. Yani hala işgalci bir mantıkla mahalleyi dağıtmak için gelen bir perspektife yani ne yapalım yenildik işte yenildik ise öyle oluyor yani çok net bir şekilde kötücül bir şey gördüğüm için karşı tarafta yani işte dediğim gibi benim kişisel olarak buradaki yani sonuçta Almanya genelinde de milyonlarca insan hani bu dilleri konuşuyor Türkçe olsun Kürtçe olsun bunların üretimiyle ilgili bir şey yapılacaksa bu mahalle esas mahalle olması lazım baktığında. Ama bu mahalledeki hadi şeyi geçtim. Hani o tür bir kültür sanat veya bir aidiyet yaratmak yerine direkt mevzuyu kebaba doğru ilerletme. Hani dükkan olsun, şey olsun hani öyle bir tür turistik bir tat olsun. Berlin'in öyle bir baharatı olsun falan gibi bir şey olarak bakılıyor. Tabii bu genel olarak zaten bütün göçmenlere nasıl bakıldığıyla ilgili de bir problemin sadece yansıması aslında. Şimdi Kapı Sator'dan geçip o polis istasyonu gördüğünde neler aklına geliyor? Yani karanlık bir gelecek aklıma geliyor. Çünkü yani o bayrağı diktiler resmen oraya gibi bir yenilgi duygusu var. Yani resmen seçim arasının faydalanıp en baştaki tepkiyi görünce kaçtılar. İlk bir tepki verdik sonuçta hani mahalle olarak da. İnsanlar da yani istemediler. Onu net bir şekilde gösterdi çoğu. Ama işte klasik öyle bekleyip kışın ortası seçim arası falan yapılmış haince bir planın şeyini görüyorum yani mahalleyi tamamen ele geçirmek, istedikleri şekli sokmak, bir tür böyle bir otantik bir köşeye çevirmek için yaptıkları şey. Ihre Spanger, die ehemalige Innensenatorin Berlins, verkündete die Eröffnung einer wortwörtlich hellen Wache, bei welcher ein bürgernaher Austausch angestrebt würde. Ein Versprechen, die Interessen der AnwohnerInnen der nahen Umgebung bestmöglich zu vertreten. Ich weiß nicht genau, was ein heller Ort der Kommunikation bedeuten soll, aber so wahrscheinlich dann so ein guter Ort für offener Ort für Kommunikation. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mit den Polizisten besser kommunizieren kann als mit anderen. So oft sind einfach so Diskussionen total sinnlos und genau wie diese eine Diskussion, die wir da halt hatten mit dem Fünfertisch, Zweiertisch, was auch immer. Und dann am Ende einfach halt, weil die sagen stärker sind, einfach die Personalien von allen aufnehmen. So. Ich glaube schon, also wenn sie es gesagt hat, dann ist es so. Aber was sie unter hell versteht, weiß ich nicht.
Also entweder hell heißt es jetzt, dass es irgendwie sauberer wird. Das kann sein, dass sie jetzt mehr Lichter machen. Oder dass sie mehr, ich sag ja, dass sie mehr präsent sind. Ja, ich finde das eigentlich passend zu Innensenatorinnen oder Innensenator, wer auch immer. Und besonders zu der SPD-Innensenatorin, dass zu Legitimation findet sie ein neues Wort, heller Ort, und redet von Kommunikation. Da gibt es keine Kommunikation. Die Polizisten kommunizieren gar nicht mit der Bevölkerung, sondern die Polizisten befehlen und kommen, um Menschen zu kriminalisieren und zu brutalisieren. Und diese Wache in Kotti ist ein offener Ort, wo sie, deswegen ist das auch heller Ort, weil dort werden sie Polizisten jetzt, um die Legitimation zu liefern, werden die Polizei natürlich in der Gegend, Kottbusser Tor und in der Gegenumgebung, werden verstärkt ihre Einsätze zeigen, wie zum Beispiel neulich diese drei junge Menschen, zwei Frauen, ein Mann, und dann dazu kommende Zeuginnen wurden auch brutalisiert, geschlagen, für gar nichts, nichts. Ja? Es gibt tatsächlich gar keinen Grund, warum die Polizei dort in die U-Bahn reingekommen sind, Menschen geschlagen haben. Und solche Geschichten jetzt mittlerweile habe ich sehr viele, die dort von der Polizei misshandelt werden, also ohne Grund. Ich weiß nicht, es ist halt, wir finden es schon auffällig, dass es halt, wenn wir Festnahmen sehen, genauso wie jetzt gerade die letzten fünf Festnahmen, halt nie sagen deutsch aussehende Leute sind, sondern immer Leute, die aussehen, als würden sie halt, keine Ahnung, nicht deutsch sein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist oder keine Ahnung, aber ich finde es schon auffällig. Das Versprechen auf eine bürgernahe Polizei bekommt jedoch einen faden Beigeschmack, betrachtet man die aktuellen Geschehnisse des Kottbusser Tors. Berichte über Polizeigewalt in Verbindung mit der Polizeistation häufen sich seit ihrer Eröffnung. In der Nacht am 1. April 2023 wird ein Mann auf einer Krankenbahre von Sanitätern aus der Polizeiwache transportiert. Das Video eines Zeugen verbreitet sich schnell und wirft vermehrt Fragen nach den polizeilichen Maßnahmen auf. Was ist mit ihm passiert? Im Mai 2023 stürmen PolizistInnen in die stehende U-Bahn am Bahnhof Kottbusser Tor, in der sie gemeinsam einen Mann zunächst verprügeln, um ihn anschließend zu verhaften. Die Begründung? Er sei ein Antänzer, der zwei Frauen im selben Waggon belästigt hätte. Die vermeintlichen Opfer versuchen den PolizistInnen zu erklären, dass sie keineswegs belästigt wurden. Es war ein Bekannter, Vertrauter, nur aus der Sicht der polizeilichen Präsenz zur Gefahr erklärt. Und 2008 warnte der Ex-Kanzler, wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Die Art und Weise, wie man in der Familie miteinander lebt, zum Beispiel die überragende Stellung des Vaters gegenüber seinen Kindern, da werden die Töchter verheiratet gegen ihren Willen. Da muss die Ehefrau das tun, was der Mann will. Das ist eine andere Zivilisation. Und das sind ungeheure Taten, die da passieren. Es gab diese Geschichte vor kurzem irgendwo im Süden, Stuttgart oder Nürnberg, wo drei Frauen mit einem Messer niedergemetzelt wurden. Mhm. Und dann fragte man sich auch, was haben diese Frauen verboten? Sie haben nichts verboten. Wissen Sie, unser Freund Hamed Abdel Samad hat vor kurzem bei einer Lesung gesagt, Europa glaubte, dass er sich vom Mittelalter verabschiedet hat. Mit der Migration kam das Mittelalter nach Europa zurück. In Deutschland findet die Diskriminierung marginalisierter Gruppen auf eine subtile Art und Weise statt. So wird die Freiheit bestimmter Gruppen selten eingeschränkt
ohne den Schutz der Freiheit einer anderen marginalisierten Gruppe als Argument zu nehmen. In dieses Schema lässt sich auch die Agenda von Iris Spranger einordnen. Als sie zum Auftakt ihrer Amtszeit den Bau neuer Polizeistationen in Berlin ankündigt, bringt sie gleichzeitig die Sicherheit von Frauen ins Gespräch. Die Einschränkung der Freiheit wird mit dem Schutz der Freiheit begründet. Frauen zu schützen. Ja. Genau. Das ist dann, kann die Polizei das legitimieren, warum das so wichtig ist, am Kotti so eine Wache einzurichten, als ob das nicht vorher schon Corbusator ein Ort war, wo wahnsinnig viel Polizeipräsenz sowieso gab. Ja? Warum mussten sie dort extra eine Polizeiwache einrichten? Hat natürlich viele Gründe, aber ein Grund sehe ich, dass die Migranten-Community und schwarze Menschen müsste signalisiert werden, wir sitzen auf eurem Nacken. Ja? Ihr habt keine Möglichkeit, normal zu leben. Hast du verglichen mit den 90ern bis jetzt jemals das Gefühl gehabt oder inwiefern hast du das Gefühl gehabt, dass sich die Politik für die Sorgen der Menschen hier interessiert und die lösen will? Ich schätze mal, wenn irgendwelche Vorfälle waren, dann sind die gekommen, also was ich jetzt gesehen habe, oder beziehungsweise wenn die Wahlen sind, auch in, ich schätze mal, auf der Welt ist das Gleiche, das hat jetzt mit Berlin nichts zu tun. Überall auf der Welt, wenn die Wahlen sind, dann sind die irgendwie alle auf Achse, dann sind die wieder weg, warum auch immer. Aber vielleicht machen die auch, ich sag ja, vielleicht kann es sein, dass irgendwelche wirklich die arbeiten, also die sollte man auch nicht auch alles in einem Sack reinschmeißen sozusagen. Es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die wirklich viel machen, aber es ist vielleicht prozentual zu wenig, kann sein. Ja, instrumentalisiert sowieso, ja, natürlich instrumentalisiert. Was instrumentalisiert die Politik? Diese, ich würde sagen, ein bisschen primitives Gefühl, wenn 10 Polizisten mich schützen, dann fühle ich mich sicher. Dieses primitive Gefühl, die eigentlich eine nicht soziale Gedanke ist, das wird instrumentalisiert und Menschen werden sogar aufgestachelt zu sagen, ja, in Corbusator ist es so schlimm, weil dort Menschen sind Drogenhändler, Drogenkonsumenten und bla bla bla. Das sind, ja, es gibt natürlich Drogenkonsumenten, aber das ist ein Gesundheitsproblem, das ist ein soziales Problem und keine Law and Order Problem und trotzdem sucht die Politik in diesem Bereich eine andere Lösung. Nicht die soziale und Gesundheitslösung, sondern eine Law and Order Lösung. Zur Rechtfertigung der Polizeiwache bezieht sich die Innensenatorin außerdem auf lokale Gewerbetreibende, die mehr Polizeipräsenz fordern würden. Beim genaueren Hinschauen auf die Position der Gewerbetreibenden und BewohnerInnen zeigt sich ein komplexes Meinungsbild. Unter den AnwohnerInnen und Gewerbeleuten gibt es Stimmen, die mehr Polizeipräsenz fordern. Ein anderer, signifikanter Teil wiederum lehnt eine Polizeipräsenz allgemein ab. Der Großteil jedoch spricht sich vehement gegen eine erhöhte Polizeipräsenz am Corbusser Tor aus. Es wird erkennbar, die AnwohnerInnen lehnen die errichtete Polizeiwache ab. Die BewohnerInnen und Geschäftsleute haben sich bereits 2016 in einem offenen Brief zu der Frage der Sicherheit geäußert. Tatsächlich haben sich die AnwohnerInnen in der Vergangenheit öfter über die ausufernde Kleinkriminalität beschwert. Allerdings wehren sich die UnterzeichnerInnen des Briefs gegen die politische Instrumentalisierung ihrer Not. Sie kritisieren, dass ihr Wunsch nach Unterstützung in dieser Lage als Vorwand missbraucht wird, um schlichtweg eine repressive Polizeigewalt aufzubauen, die durch rassistisches Verhalten die Erwartungen konservativer und rechter Kräfte befriedigt. Politische Parteien, ich würde sagen in Berlin, leider, beide Parteien machen das, also sowohl CDU als auch SPD, beide wollen in der Bevölkerung als
eine harte Partei ankommen. In dem erwähnten Brief an den Senat wird vor allem das sogenannte Racial Profiling beklagt, bei der die Polizei nicht zwischen TäterInnen und AnwohnerInnen, sondern nach optischen Merkmalen eines möglichen Migrationshintergrunds unterscheidet. 23.50 Uhr. Eine Gruppe Jugendlicher wird kontrolliert, manche mit Migrationshintergrund. Ey Mann, was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Was soll alles was? Die AutorInnen stellen fest, dass die Politik bei vergleichbaren Problemen in bürgerlichen Stadtteilen sehr schnell und effektiv tätig würde. Der Brief spiegelt die Gleichgültigkeit und Geringschätzung der Dominanzgesellschaft gegenüber migrantischen Gemeinschaften wider. Dagegen würden die Interessen von Geschäftsleuten mit Migrationsgeschichte in traditionell diversen Vierteln vernachlässigt werden. Die Verstärkung der Polizeipräsenz und die Verschärfung von Gesetzen werden in dem Brief ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen wird von der Politik eine Gleichbehandlung gefordert. Die Polizeiwache im Zentrum vom Korpuser Tor symbolisiert das Gegenteil davon, indem sie durch Panzerglas versiegelte Fenster auf die Menschen herabschaut. Der Wunsch nach Gleichbehandlung verkehrt sich durch die Wache ins Gegenteil. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade für Korpuser Tor eine extra Lösung wollen. Ja? Es gibt ja sowieso polizeiliche Maßnahmen von Verfolgung von Straftaten, Verhinderung von Straftaten, gibt's sowieso. Und das gibt es nicht nur für Korpuser Tor, sondern viele anderen Orten. Aber warum ist es so wichtig für die Regierung bzw. Regierungen, ein Ort wie Korpuser Tor zu, also brandmarken? Warum? Weil natürlich, das sind so Orte, wo sich Migrantinnen und schwarze Menschen sich versammeln, die treffen sich, die vergnügen sich und das ist ein Begegnungsort. Und das zu diffamieren und kriminalisieren, ist die, sehe ich, die politische Richtung. Parallel zu den Diskussionen um die Polizeiwache und die negative öffentliche Aufmerksamkeit sind weitere Veränderungen im Quartier eingetreten. Mittlerweile gibt es eine öffentliche Toilette. Im Quartier wurde ein Drogenkonsumraum eröffnet. Auch die jahrelangen Bauarbeiten am Spielplatz auf der Nordseite des Korpuser Tors sind abgeschlossen. Notwendige finanzielle Mittel sind nach jahrelangem Zedern nun endlich geflossen. All das sind sichtbare Veränderungen, die den AnwohnerInnen auf den ersten Blick zugutekommen, aber auch dem Klientel, die die Gentrifizierung anzieht. Die Veränderungen des Korpuser Tors sind von außen betrachtet allen zuträglich, den AnwohnerInnen sowie den laufenden Besuchern. Kennt man jedoch die Meinung derjenigen, die aktiv täglich vor Ort sind, wird deutlich, dass die Gentrifizierung gerade ihnen Nachteile bringt. Das frühere Sicherheitsnetz kann dabei nicht ersetzt werden durch die staatlich beschlossene Präsenz einer fremden Gewalt. Das Versprechen ihres Sprangers, eines bürgernahen Handelns, war ein Versuch. Ein Versuch, der jedoch deutlich machte, dass eine Fremdansicht eben genau das ist. Fremd.